So, jetzt komme ich auf die erste Alpweide. Dort oben ist der Chasseral. Das ist mein Ziel. Also noch ziemlich einen Aufstieg. Da sind sie am Weiden. Schön. Ja. Jetzt habe ich ein ganz schönes Tal erreicht. Eine schöne Weide. Und da hier oben kann man sich gar nicht vorstellen, dass da unten so eine Schlucht ist. Die sind da friedlich am Weiden. Jetzt mache ich meinen Weg. Ja, ein bisschen einen Bogen. Um auf den Chasseral hochzukommen. Hey Sally. Hey. Die wollen mit mir kommen. Und wahrscheinlich auch schon bald heiß. Genau. Hey. Die haben das Gefühl, dass sie nach Hause können. So, jetzt überhole ich euch hier. Hä? Die wollen alle nach Hause kommen. Hier wieder voll mit Enzianen, die blühen. Das war jetzt ein langes Tal. Da sind auch wieder die Rinder am Weiden. Und oben ist jetzt dann schon die Hütte, wo der Weg jetzt dann abzweigt. Wieder Richtung Chasseral hoch. Dort oben sieht man den Sendeturm von meinem ersten Etappenziel. Da bin ich hochgestiegen. Hier ist eine ganz schöne Alp. Und da sieht man weiter in den Jura hinein. Übrigens befinde ich mich hier einen großen Teil von meiner heutigen Wanderung im Kanton Bern. Da oben sieht man den höchsten Punkt von meiner Wanderung. Da weit in den Jura rein. Eine schöne Gegend. Schaut mal, so viele Windräder.
gibt es auch nur hier im Jura. Da bin ich auch überzeugt, sieht man auch noch nach Frankreich. Da habe ich gemeint, ich sei dann schon bald oben. Kommt da noch so ein Zwischental. Und leider kommen auch schon die ersten Wolken. Riesige Anlage da oben. Übrigens, für Nachmittag hat der Gewitter gemeldet. Ich hoffe jetzt, dass das Wetter noch ein wenig hält und ich nicht wieder so in ein starkes Gewitter reinkomme, wie da die letzte Woche waren. So, der letzte große Aufstieg für heute. Wollen die mich wirklich hier hochschicken? So, ich bin schon fast oben. Da hier unten sieht man Saint-Dimier, also Saint-Dimier auf Deutsch. Und durch dieses Tal da, hier bin ich hochgekommen. Oh, diese Sicht. Hier vorne sieht man auch den Weg, wo ich jetzt durchgekommen bin. Und jetzt gehen wir noch zum Turm hoch. Da vorne ist das Hotel. Und da der erste See, der Neuenburger See. Und dann kommt der Bieler See. Und da hier, genau da, fließt die Aare in den Bieler See rein. Da unten eine schöne Ebene. Die Berge sieht man auch noch ein wenig. Da, jetzt eine Rundumsicht. Und den Senfturm. See. Und Neuenburger See. Da hier unten sieht man noch die Dwanbach-Schlucht. Auch ganz eine interessante Schlucht. Und da unten das Plateau, das ist das Plateau de Dies, ist das. Im Winter ist dort unten sehr windig. Und es kommt sogar vor, dass die Hauptstraße gesperrt werden muss. Ein riesiges Gebäude. Riesig. Wirklich riesig und man sieht es auch von weit her. Schauen wir da nochmal die andere Seite runter in den Jura rein. Ist das einfach schön da oben.
lohnt sich der Aufstieg. Da vorne sieht man noch Eiger, Mönch und Jungfrau. Gehen wir noch da vorne rumzuschauen. Jetzt muss ich doch langsam mit dem Abschied beginnen. Der Himmel zieht sich immer mehr zusammen. Ich müsste dann nicht noch in den Regen reinkommen. Jetzt werde ich so absteigen. Da bei dieser Gruppe oben, das ist der höchste Punkt. Und meiner heutigen Wanderung. Dort hinten, das habe ich noch ganz vergessen zu sagen, ist noch der Murtensee, der hinterste See. Die Berge sieht man jetzt auch wieder besser. Ja, schön. Nochmal einen letzten Blick auf den Sendeturm und auf diese Seite runter. Ich werde jetzt dann da vorne anfangen mit dem Abstieg, aber auf der rechten Seite vom Berg. So, von hier werde ich jetzt absteigen. Vorne noch das Hotel. Und ich gehe jetzt auf diese Seite da runter. Sankt Immer da unten, noch ganz schön. Und ich gehe jetzt durch dieses Tal hier. Da auch nochmal einen Rundumblick. Übrigens, hier durch diesen Graben bin ich aufgestiegen. Sehr interessant. Auch wieder ziemlich ein flaches Tal da vorne. Aber dann ziemlich vorne geht es dann schon noch ziemlich steil runter. Und im Tal
werde ich dann den Bus besteigen und Richtung Neuenburg fahren. Das ist auch eine große Alp da unten. Von hier oben bin ich jetzt runtergekommen. Ziemlich Verkehr. Sasserl hoch. Da diese Schlucht bin ich heute Morgen ja hochgestiegen. Und jetzt geht's hier durch dieses Tal. So, nochmal einen Blick zurück. Da hier vorne sieht man im Feld einen Stab. Dort geht die Kantonsgrenze durch und geht dann hier hinten zu dieser Mauer und dieser Mauer entlang nach hoch. Hier bin ich jetzt also wieder im Kanton Neuenburg. Der Kanton Bern ist dieses Gebiet da vorne. Wieder viele Rinder hier am Weiden. Da vorne hat es so ganz lustige. So viel Haar. Hey. Jo. Elli. Hey. Au. Hey. Ja, die haben Angst. Der Schasserl ist schon verschwunden. Sind schon Ausläufer. Vorne ist noch eine Alp. Dazu Dolinen. Und da vorne ist der Neuenburger See. Und ich werde jetzt durch dieses Tal hier absteigen. Da unten sind auch wieder Rinder. Die meisten sind am sich ausruhen. Und es ist einfach schön. So, solche Bilder. So Natur. Ich brauche das einfach zwischendurch. Diese sehr viele Enzianen, da könnte man ja Schnaps draus machen. Und auch viel von diesen Mauern sieht man hier im Jura. Noch ein Blick zurück. Und jetzt kommt die nächste Schlucht. Wobei, die darunter ist, glaube ich, nicht so spektakulär wie die letzte. Ein bisschen morastig. So, da wirklich auch alles. Da muss man ein wenig langsam. Und zwischendurch kann man dann wieder voll Gas geben. Ich hoffe nicht, dass das die ganze Schlucht so runter ist. Und bin auch froh, dass es noch nicht regnet. Da muss ich jetzt zum Teil wirklich aufpassen, es ist sehr nass, sehr glitschig und man sieht gut, dass vor kurzem der Wanderweg noch ein Bach war. Da ist er jetzt wieder verschwunden. Das geht da
doch, ja, einen nicht so guten Wanderweg runter. Bis jetzt auf jeden Fall. Es geht immer ein wenig runter. Schöner Wald. Man muss einfach ein bisschen aufpassen auf die Wurzeln. Und da unten wäre der Bach. Aber da hört man fast nichts rauschen. Aber kein Wasser heute. Ist alles im Boden. Ich habe, glaube ich, den steilsten Abstieg hinter mir. Jetzt geht es nicht mehr so steil runter. Schade, dass hier kein Wasser kommt. Noch interessant. Es ist auf dem Weg wieder schöner als oben. Jetzt hier noch das Tal. Dann habe ich wieder einen leichten Aufstieg. Und dann endgültig ins Tal runterzukommen. Jetzt kommen da noch Felsen zum Vorschein. Und der Weg, habe ich ab und zu fast das Gefühl, dass ich im Bachbett gehe. So steinig. Man sieht es hier auch wieder gut. Wie das hier viele, viele Steine hat. Hier verlasse ich jetzt den Jurahöhenweg. Ich war jetzt vom Chasseral oben. Ich glaube schon ein bisschen weiter unten, alles auf dem Jurahöhenweg. Und gehe jetzt in so nach rechts, da hinten. Ja, jetzt habe ich doch einen markanten Abstieg hinter mir. Da in dieses Tal geht es Richtung Wüdesalb. Und hier links durchquert der Bach noch einmal ein Tal und fließt dann Richtung Neuenburger See. Und ich muss jetzt wieder hier hoch. Da geht noch ein Skilift hoch. Jetzt habe ich da diesen steilen Ausstieg gemacht und bin wieder mit einer fantastischen Aussicht belohnt worden. Da ganz vorne wieder ein Teil vom Neuenburger See und ganz links hinter dem Berg wäre Neuenburg. So, ich habe schon bald jetzt dann mein Ziel erreicht.
hier zum Schluss noch so ein schöner Waldweg. Jetzt hatte ich wieder weit geteerte Straßen, aber hier ist jetzt wieder frei. Das ist ganz schön. Da ist der Wanderweg wortwörtlich ein Bach oder ein Bächlein, besser gesagt. Das ist ja nicht so groß. Aber da läuft jetzt doch ziemlich Wasser. Ja, da unten ist mein Ziel von der heutigen Wanderung auf den Chasseral. Die ganze Wanderung hat mir außerordentlich gut gefallen. Wirklich eine ganz, ganz tolle Wanderung. Es war ziemlich weit, sehr anstrengend. Aber es hat sich alles gelohnt. Komme ich dann wirklich schon in die Ebene runter. Hab's jetzt geschafft. Nächste Mal werde ich dann wieder am Hang entlang nach wandern Richtung Neuenburg von hier. Wobei vorher kommen wahrscheinlich noch zwei andere Wanderungen. Von da weit, weit hinten komme ich jetzt her. Ich habe jetzt dann gerade einen Bus, wie geplant. So, da unten ist die Busstation nach Neuenburg. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr mich begleitet habt. Bis dann zum nächsten Mal.